Die alleinerziehende Joelle Kelvin hat 4 Kinder von 3 Vätern. Nun ist sie in einer Notlage und hat deshalb die 3 Männer zum Gespräch gebeten. Noch ahnen die Väter nicht, dass ihnen eine äußerst nervenaufreibende Zeit bevorsteht. Ich bin Marc. Hallo Marc. Das ist der Papa von Anton. Nee. Okay, sorry. Ich habe euch davon erzählt, ihr wisst, dass er auch heute kommen wollte. Bitte setzt euch doch erstmal. Ach, du meinst und Marc nett da. Zueinander. Danke, danke. Dein One-Night-Stand. Der kann, ne? Gar keine Rolle. Das ist jetzt der One-Night-Mann. Was hast du denn so zu lachen? Der kann. Jungs, ich habe euch heute nicht ohne Grund hierhin bestellt, das wisst ihr. Ein folgendes Problem. Es ist immer noch die alte Geschichte. Ihr wisst es, ich habe euch davon erzählt, die Schulter. Ich war beim Arzt, es ist schlimmer geworden. Es geht kein Weg mehr dran vorbei. Ich muss operiert werden. Und? Das Problem ist, ich werde danach 4 Wochen direkt in Reha müssen. Das heißt für uns genau was? Ihr werdet 4 Wochen lang auf die Kids aufpassen müssen. Nee. Boah, wie stellst du dir das vor? Mit dem? Das geht doch gar nicht. Also hat der mit ihm schon nicht geklappt und dann ist er selber noch ein Kind. Wie soll das denn funktionieren mit uns dreien? Bitte. Man kann jetzt natürlich erstmal feststellen, hier ist ein bisschen Chaos. Das sind 3 Väter von 4 Kindern. Es gibt eine Mutter, die jetzt alle an einen Tisch holt. Und jetzt wird es aber schon ernst, denn die Mutter fällt aus. Sie hat eine OP und eine anschließende Reha. Und sie konfrontiert jetzt eigentlich die Väter mit ihrer Idee. Und da kann man schon noch mal auch überlegen, ist das jetzt sinnvoll? Wäre es nicht gut gewesen, mit allen erstmal einzeln zu sprechen, zu gucken, passt es überhaupt? Weil der Zeitraum scheint ja auch festzustehen. Und dann wirklich zu gucken, ist das eine gute Lösung? Und gemeinsam zu schauen. Während Barkeeper Mark kurz darauf seinen Sohn Anton ins Bett bringt, kümmert sich der 15-jährige Ben um seine kleinen Schwestern. Die Vierfachmama diskutiert währenddessen mit Bens Vater Sebastian und Raphael, dem Vater von Tini und Lucy. Das ist ja nicht so, als hätte ich mir das ausgesucht. Aber soll ich warten, bis mir der Arm abfällt? Nee, natürlich nicht. Ich muss operiert werden. Ja, das ist klar. Aber das geht mal gar nicht, dass hier... Also ich passe nicht auf alle Kinder hier auf. Das mache ich nicht. Das erwarte ich auch gar nicht, dass du auf alle Kinder aufpasst. Ihr seid zu dritt. Ihr werdet das ja wohl schaffen. Nein, ihr werdet es doch für 4 Wochen schaffen, euch zu einigen. Jungs, bitte. Ja, aber sag doch mal wie. Guck mal, ich muss arbeiten und die Baustelle, die wartet nicht und geht von alleine alles. Da muss ich schon jeden Tag da sein. Ich kann doch nicht jeden Tag nach Dortmund fahren. Du musst auch arbeiten. Du arbeiten. Was machst du denn, Alter? Du klimperst ein bisschen rum auf deiner Gitarre oder was? Berufsmusiker ist ein richtiger Beruf. Das geht nicht, dass der Typ dann da hier ankommt und dann soll ich auf seine Kinder aufpassen oder der passt auf den Ben auf. Ey, Ben, dann nehme ich dich lieber mit nach Dortmund, ey. Auf gar keinen Fall. Wie soll ich denn von Dortmund jeden Morgen in die Schule kommen? Und außerdem will ich bei meinen Geschwistern bleiben. Also ganz ehrlich, ich freue mich einfach, mehr Zeit mit Anton verbringen zu dürfen. Ja? Und ich kann mir sogar 4 Wochen in der Bar freinehmen. Und unter den Umständen kann ich sogar auf eure Kinder auch teilweise mal aufpassen. Das ist ja gar kein Problem. Also was der One-Night-Stand da macht, das ist mir vollkommen egal. Aber ich muss hier einziehen. Mein Apartment, ein Zimmer, das ist zu klein mit den beiden Mädels. Ich muss auf jeden Fall hier. Ja, und ich schlafe einfach bei Anton im Zimmer mit. Da ist ein Gästebett, da schlafe ich einfach. Und den Rest kriegen wir doch alles gewuppt. Also wenn, dann schlafe ich im Schlafzimmer. Das ist ohne Frage. Du schläfst gar nicht, Trockenbauer. Schläfst im Keller, kannst den Raum da bauen. Sebastian, es gibt hier keine Extrabus. Ihr werdet das geregelt kriegen. Ich bin da ganz fest von überzeugt. Ihr 3 werdet das schaffen. Und ich finde, das ist sowieso eine gute Idee und das ist eine beschlossene Sache. Ihr zieht hier einfach für 4 Wochen ein. Nachdem sich die 38-Jährige ins Krankenhaus verabschiedet hat, startet der nächste Morgen für Marc erstmal mit Windelwechseln. Der junge Vater ist noch ziemlich unbeholfen, freut sich aber auf die gemeinsame Zeit mit seinem Sohn Anton und ist hochmotiviert, seiner Rolle als Papa gerecht zu werden. Zusammen. Na? Morgen. Der Anton hat Hunger, glaube ich. Ja, meiner auch. Aber ein bisschen Brot wäre nicht schlecht. Aber wer hat denn das ganze Brot aufgegessen? Ich weiß es nicht. Hast du das ganze Brot aufgegessen? Habt ihr doch gesagt, Berufsmusiker hast einen Job, wo du richtig Kraft brauchst. Songs schreiben macht hungrig. Also, aber ey, ich habe noch Müsli und Cornflakes da und Schokodrops. Das mögen meine Mädels. Ja, schön, dass du da an dich denkst. Und was soll mein Junge mit in ja, die Schule? Der wird dann auch mögen. Ja, schön, Alter. Der mag das aber nicht. Und wo ist Milch? Boah. Ach, Mann. Oh. Boah, welcher Followhorst hat die denn da hier ganze Nacht stehen gelassen? Warst du das hier? Riech mal. Bah! Leute, was Mensch, wir sind so zu viele Leute in der Küche. Ihr seid Kinder. Echt? Das muss doch nicht sein. Ihr seid, also ja. Bitte. Ja? Ja, ich mach das jetzt nicht so. Aus wie auf einer du hast ja gut reden, du brauchst ja nur Babybrei. So, lass dich mal dahin, ja. Hammer. Vielleicht wäre es einfach mal sinnvoll, dass wir einkaufen gehen, ja?
Dann geh doch kaufen, wir brauchen eh ja ganz viel Zeug. Kann ich gerne machen, gar kein Problem. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, mach ich gerne. So kann es ja nicht weiterlaufen. Guckt euch das Lucy, an. Lucy, Tini. Mann, ey. Essen. Der Papa hat euch mein Leckerschmecker Essen gemacht. Hey, Benne, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Die Milch ist schlecht. Hat jemand stehen gelassen? Lecker. Papa, was ist mit meinem Milch? Ja, das Brot ist weggegessen. Milch gibt's nicht. Die ist schlecht. Guck mal, ich muss jetzt zur Arbeit. Ja, aber er braucht das ja jetzt gleich oder in der Schule auch. Guck mal, hier, pass auf, ich gebe dir Geld, dann musst du dir was holen. Es geht nicht anders. Ich habe gekocht, Spaghetti mit selbstgemachter Tomatensauce. Schmeckt vorzüglich. Hast du Hunger? Selbstgemachte Soße? Oh, komm schon, ey, es ist so lecker. Lohnt sich. Hast du Hunger? Nee, One-Night-Köchin habe ich nicht. Ich war schon essen. Und ja, schade. Vielleicht hat Ben Hunger oder die Mädels. Ich weiß nicht. Nee, ich habe dir doch gesagt, jeder macht seinen eigenen Kram. Ich habe schon gegessen unterwegs. Ja. Ben hat Geld bekommen. Der ist noch beim Sport, beim Fußball. Oh. Und hör mal hier, schmeiß das mal weg, bitte. Finde ich gut, hinlegen. Leute, das ist... Du machst einfach ein Riesen-Chaos hier. Und das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ist der auch voll. Ich könnt ihr vielleicht mal die Tür bitte aufmachen? Nee, ich muss meine Wäsche aus dem Keller holen. Ruhe! Leute, Mann. Ja, ich komme. Hallo, Frau Maus. Ja, hallo. Bitte, ich möchte nur, dass dieses rote Auto da weg. Ja, kümmern Sie sich drum. Ja, kommen Sie erstmal bitte kurz rein. Ich habe Nudelwasser aufgekocht. Ja, schön. Ich will aber gar nichts groß. Ich weiß. Kommen Sie trotzdem kurz rein. Er hat in die Wäsche da schon wieder drin gelassen. Ich war dran mit Waschen. Du hättest den ganzen Tag waschen können. Kommen Sie rein bitte, Frau Maus. Kommen Sie rein. Mann. Ich brauch Ruhe zum Schlafen, Mensch. Ich muss nur eben die Nudeln abschütten, dann kümmere ich mich um alles Weitere, ja? Ganz kleinen Moment bitte. Ich werde mich darum kümmern, ja? So, dann ich will nur, dass das Kind da wegkommt. Ja, die beiden, ich weiß... Was ist denn hier schon wieder los? Warum stehen noch die Reitsachen von den Mädels? Hier sind die noch nicht los. Ach, die Mädels. Ich war ganz vergessen. Marc, fahr die mal bitte zum Reitstall. Ich meine, du musst sowieso das Auto umparken, das ist direkt um die Ecke. Ben sagt dir schon, wo das ist. Ja, dann kann ich das gerne übernehmen, das ist gar kein Problem. Warte mal, du weißt schon, dass der Reitplatz ein gutes Stück weit entfernt ist. Ist gar kein Problem, ich werde mich darum kümmern. Wenn du willst, ich biete mich auch gerne an, mit dir mitzufahren, weil ich finde das Feuerwehrauto super toll. Ja, ich würde mich da gerne mal reinsetzen. Ich ziehe mich kurz um. Du ziehst dich um, okay. Perfekt. Leute, dann, mir ist das jetzt furchtbar egal, es ist ja Katastrophe. Ja, Ruhe! Ja, das würde ich jetzt aber sagen. Auch. Das kann ich nicht mehr. Ich kümmere mich drum. Also, Auto weg, alles andere. Ja, machen wir. Die Lucy und die Tini, die sind weg. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war eine Nacht weg. Was habt ihr denn hier schon wieder getrieben? Ja. Ist schlimmer wie im Irrenhaus hier. Die sind also Leute, das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, wirklich. Die werden schon irgendwo wieder auftauchen. Die haben sich bestimmt irgendwo versteckt oder so. Boah, was hast du denn hier gemacht? Ja. Die Frage ist, was du hier nicht gemacht hast. Du hast ja wahrscheinlich nichts zu essen gemacht und deswegen sind die irgendwie ausgebüxt, haben ja irgendwie etwas versucht, also... Geht's vielleicht ein bisschen leiser und wie wär's vielleicht mal, wenn wir einfach mal die Polizei jetzt dazuschalten? Also es kann ja nicht wahr sein. Die Polizei? Quatsch, die sind nur niemals 24 Stunden weg, da machen die überhaupt nichts. Das ist Blödsinn. Vielleicht sind die auch draußen einfach ein bisschen Gummitwist spielen. Ja, ist klar. Nein, glaube ich nicht. Was ist denn hier los? Ja, Tini und Lucy sind ausgebüxt. Tini und Lucy sind ausgebüxt? Ja, weil er nichts zu essen gemacht hat. Ja, ich habe nichts zu essen gemacht. Hättest du mal selber was zu essen machen können? Das ist echt unfassbar. Mama kriegt das hier mit 4 Kindern alleine auf die Reihe und ihr seid hier zu dritt und kriegt das nicht mal hin. Wo habt ihr denn schon überall geguckt, wenn sie nichts zu essen haben? Vielleicht sind sie zum Supermarkt gegangen, holen sich was zu essen. Das wäre meine Idee. Komm. Komm auf! Komm auf! Ja, sag mal, komm auf! Doch. Was heißt ihr, Frau Mauch? Kümmert ihr euch auch mal? Haben Sie die Kinder? Ach nee. Sind die hier? Fällt euch auch da zwei fehlen oder was? Ja. Hallo? Frau Mauch, da seid ihr. Oh. Ach, da sind... Ey. Mein Gott, die sind hier. Ja. Ist alles okay bei euch? Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ihr Lieben. Ja, Gott sei Dank. Da hätten Sie doch wenigstens mal anrufen können oder irgendwas mal Bescheid sagen, was dass die Kinder bei Ihnen sind. Nein, wir haben uns Sorgen gemacht. Du schreist hier nicht rum, wo die Kinder dabei sind. Komm, so. Schluss jetzt. Jetzt sage ich euch einen Teil. So geht das hier nicht weiter. Die Kinder sind zu mir gekommen und wollten mir Eier abkaufen, um Pfannkuchen zu backen. Also habe ich denen selber welche gebacken. Wobei ich weiß Gott was Besseres zu tun habe. Und das eine sage ich euch jetzt allen rein. Ich habe das Jugendamt angerufen. Sie müssen doch nicht das Jugendamt einschalten. Benjamin, ganz ruhig. Der ist im Supermarkt, ja, und hatte Windeln mit Panzertape fest. Dann wird fertige Scheißessen gekauft. Süßigkeiten, die für einen Kiosk reichen. In eurer Wohnung sieht es aus wie ein Schweinestall. Und was die Mädchen mir erzählt haben, wie es bei euch zugeht, so geht es nicht.
Und diese Mutter ist noch 3 Wochen weg. Und das gucke ich mir keine 3 Wochen an. Und da müsst ihr jetzt mitleben. Marc Laval hat hinter dem Rücken der anderen beiden Väter einen Besuchstermin mit Jugendamtsmitarbeiterin Pelin Yildiz vereinbart. Zum Wohle der 4 Kinder will der 28-Jährige sicherstellen, dass das Zusammenleben auf Zeit endlich funktioniert. Jetzt bin ich aber überrascht. Frau Yildiz, hallo. Hat Sie wieder jemand angerufen? Ja, das war tatsächlich ich. Vielleicht nehmen wir einfach erstmal Platz zusammen. Nehmen Sie sich genau. Und ich war der Meinung, dass es vielleicht ganz gut war, weil es immer mal wieder noch so ein paar Streitigkeiten gab, dass wir die Frau Yildiz einfach nochmal dazuziehen. Und ich würde auch direkt das Wort übergeben. Und dann können wir eigentlich direkt schon starten. Ich bin heute auch ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr, weil ich gleich noch weitere Termine habe. Ja. Würde ich vorschlagen, dass wir direkt lösungsorientiert arbeiten und einen Wochenplan erstellen. Ja, finde ich super. Ich glaube, wir brauchen das hier bildlich. Und da habe ich jetzt so eine rote Pappe mitgebracht. Wieder meinen Methodenkoffer, wo Sie dann anhand mit bunten Stiften, wo wir gemeinsam schauen und einen Wochenplan erstellen, damit das hier einfach endlich harmonischer verläuft. Und da würde ich auch jeden bitten, Vorschläge zu machen. Wer was? Wir haben ja die Ressourcenkarte, Sie erinnern sich. Ja. Darf ich wissen, hängen die überhaupt schon hier? Nee, wir hatten die noch. Perfekt gelagert, würde ich sagen. Natürlich schade. Ne? Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie das bitte jetzt machen. Mhm. Und wir haben ja hier eine ganz tolle Wand. Ich finde, da dürfte das Platz nehmen. Okay, wir hatten die ehrlich gesagt noch gar nicht so, oder ich hatte sie nicht aufgehangen jetzt, weil ich dachte, Pia, weil ich schon mal ein bisschen will, dass wir die Kinder ausspielen, damit die jetzt nicht wegkommen. Okay. Das hat ja alles hier einen Sinn. Also ich bin ja nicht einfach hier just for fun da, sondern ich möchte sie ja unterstützen und insbesondere ihre Kinder. Genau. Können Sie sich was unter einem Wochenplan vorstellen? So wie in der Schule so? Strukturiert, würde ich sagen. Struktur. Genau, es geht um Struktur. Was meinen Sie? Was beinhaltet so einen Wochenplan? Wozu ist der da ausgerichtet? Ja, ich denke mal einfach, um klare Strukturen zu entwickeln, wer welche Aufgaben übernimmt, damit es dann auch wirklich messbar ist für jeden zu sagen, pass auf, das ist meine Aufgabe, das ist deine, dass auch jeder kontrollieren kann, wurde das jetzt gewissenhaft ausgeführt oder nicht. Im Laufe des Treffens zeigt sich, dass endlich alle Väter bereit sind, aufrichtig an sich zu arbeiten. Pelin Yildiz lobt die positive Wandlung und verabschiedet sich mit einem guten Gefühl. Ich kann nur sagen, dass ich Sie heute sehr verantwortungsbewusst erlebt habe, sehr kooperativ und wirklich aktiv lösungsorientiert. Dafür möchte ich mich bedanken, erstmal für die Offenheit, dass Sie über... Ja, besten Dank ebenfalls. Ne? Und wie gesagt, das ist ein Prozess und der Ball, der läuft in eine gute Richtung. Sie werden das schaffen. Ich finde, Sie sind sehr tolle Väter. Danke. Bleiben Sie am Ball. Also ich freue mich jetzt, dass die Väter tatsächlich einen Plan haben. Es ist vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und ich fand jetzt auch die Worte einfach noch mal sehr bestärkend. Das sehe ich nämlich auch so. Die sind da ja auch ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Und ja, es war alles wirklich sehr, sehr schwierig. Aber die haben jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Und ich denke, jetzt wird's laufen. Das Gespräch mit der Expertin war ein voller Erfolg. Denn seitdem ziehen die grundverschiedenen Männer an einem Strang. Alle erledigen ihre jeweiligen Aufgaben gewissenhaft und verbringen sogar inzwischen gerne Zeit miteinander. Okay. Super. Das ist ein Timing. Mama, hallo. Hast du dich erholt? Geht's dir besser? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das freut mich zu hören. Hi. Na, wie was geht's habt ihr denn hier? Hör mal. Ja, wir haben. Tja, sieht aus wie gewuppt hier. Fast eine Überraschungsparty fast hier, ne? Der Anton liegt auch schon hier. Komm, ist genau richtig. Hallo. Hi. Hi, süßer. Hat alles wunderbar geklappt. Der ist groß geworden jetzt in den 4 Wochen. Ja, total, total. Ja, ich bin echt begeistert, also. Ja, krass. Ja, dafür, dass du von der Woche nicht hier warst. Na, aber das ist was anderes, da sprechen wir nochmal drüber, wenn wir Zeit das, haben. Das ist auch irgendwie eher unwichtig. Also. Ja. Ja, okay, ich verstehe. Ja, es war am Anfang nicht ganz so einfach oder harmonisch, aber wir haben uns da gut zusammengegroovt und ja. Wer mag es glauben, damals hätten wir uns fast die Augen ausgecatcht. Heute haben wir die Augen nach einem Termin offen, wo wir zusammen jetzt mal Männerabend machen können. Wir haben schon was geplant gehabt, müssen wir nur einen Termin finden. Also, ja, ich bin echt begeistert. Also hätte ich nie mit gerechnet, dass Wunder es noch so passieren immer wieder, sage ich. Ne? Und es gibt noch eine weitere positive Nachricht.
Aus Joelle und ihrem One-Night-Stand Mark ist einige Wochen später ein glückliches Paar geworden. Der 28-Jährige ist inzwischen sogar bei ihr und den Kindern eingezogen und freut sich jedes Mal, wenn einer der anderen Väter vorbeischaut. Things are wrong, come on, let's go.